Hey, Chefe. Entschuldigen Entschuldigung. Sie? Der Parkschein in der Origami-Figur führt zu dieser Werkstatt. Was werde ich hier finden? Ich muss immer an den Schacht denken. Sean wirkte erschöpft. Aber wenigstens ist er am Leben. Ich tue alles, um ihn da rauszuholen. Besser ist es. Hallo. Hey. Oh, sorry, war beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich habe da so eine Karte. Ich möchte mein Auto. Okay. Geh mal doch mal Hey, hinterher. Sie haben vielleicht keine Geduld. Das Auto ist seit 2 Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Hier, Ja, drittes danke. Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie. Ah, einen schönen Tag noch, Meister. Dankeschön. Also, da wurde ein Auto eingelagert, was auf seinen Einsatz gewartet hat. Um das mal so auszudrücken. Das Auto steht seit 2 Jahren hier. Was bedeutet das? War ich schon mal hier? Ich erinnere mich nicht. Nee, eigentlich war man noch nicht hier. So. Nummer 3. Sind einige. Dutzende von Autos. Aber nach welchem suche ich? Ah, da hinten. Ja, genau das ist es. In ziemlich gutem Zustand, würde ich mal so meinen. Was haben wir denn da im Handschuhfach drin? Abgeschlossen. Da irgendwas? Ne. Hier? Ein Navi, glaube ich. Schauen wir doch mal. Ihr Ziel liegt 4 Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Ja, dann. Beugen wir uns mal dem Willen des Autos. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Rechts halten und die erste Ausfahrt nehmen. Und wo kommen wir da jetzt hin? Eins-A Wetter. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Okay. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Meine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Kann aber drauf gehen. Meine Hände zittern so. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht.
Ich will nicht sterben, nicht hier, nicht so. Ich schaffe das, ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Na dann, hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Okay. Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Ich glaube, hier ist gleich Reaktion gefragt, wenn wir auf der Autobahn gegen die Fahrtrichtung fahren. So, bin ich mal gespannt. Na los! Rechts. Links. Rechts. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Los! Wieder nach rechts. Links. Ah, Gott. Oh, Scheiße. Gegenlenken, gegenlenken. In 4 Meilen haben Sie Ihr Ziel erreicht. Oh, Gott. Weg! Weg! Oh, Mann. Auf den Weg! Nein! Links. Oh, komm schon! Und nach rechts. Und nach links. Und nach rechts. In 3 Meilen haben links. Sie Ihr Ziel erreicht. Was denn, 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 rechts. In 2 Meilen haben Sie Ihr Ziel links. Erreicht. Links. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Oh. Komm schon, aus dem Weg, verdammt, aus dem Weg, los! Ach, geradeaus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Na toll. Na toll. Polizei, Polizei, In einer Meile haben sie ihr Ziel erreicht. Egal, jetzt müssen wir da durch, jetzt müssen wir da durch. Oh, Scheiße! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Oh Gott. Oh. Unschön. So, jetzt, jetzt, jetzt. Links. Oh, Scheiße! Oh Gott. So. Ach, L2. Gegenlenken, gegenlenken. Wir sollen da reagieren! Oh Gott, schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. 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 Ziel erreicht. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Mach schneller. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ja, hab's kapiert. Wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Da muss auch noch auf den Kopf denken. Das ist ja schlimm. So. Da, L1, R1, R2. Und hoch. So. Ein Akku, eine Speicherkarte, eine irgendwas. Müssen wir nur noch rauskommen. Oh, oh, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. So. Und. Geh auf! Geh auf! So. So. Und. Geh schon! Ach. So. Was nun? Noch da? So. Raus da, raus da, raus da, raus da. Und bloß weg vom Auto. Oh Mann. Der wurde ziemlich ermittelt, nicht? Gut, war ein Autounfall mit Überschlag. So, was bekommen wir jetzt? Was bekommen wir jetzt? Thank you.
5 RET. Okay, 5 RET. Und das war mal das Auto. Oh Mann. Was man nicht alles tut, um seinen Sohn zu retten. Hauptsache die Polizei ist gleich am Start. Und jetzt sind wir wieder bei ihr. Madison heißt sie, glaube ich. Ja. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Guter Fahrer. Jetzt sind wir in dem Motel. Schickes Motorrad. Ich meine, das ist doch genau dasselbe, wo Ethan auch einquartiert ist, oder nicht? So. Wohin jetzt, wohin jetzt? Rezeption. Ist immer eine gute Idee, wenn man irgendwo ankommt. Die Stimmung Hallo. Hier ist bedrückt. Vom entführten 10-jährigen Sean Mars fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Den mir vorliegenden Berichten zufolge geht die Polizei inzwischen von einer weiteren Tat des Origami-Killers aus. Bestätigen sich die Berichte, könnte das Hallo, Kind schöne Frau. Alle Opfer Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Boah, was ein Ekel, ey. Madison Page, 27, ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. Alles klar. Danke. Ich geh dann mal. Ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Ah, ist ja ekelhaft, der Kerl. Alle Schmierlappen. So, 201. Dürfte heißen, zweiter Stock. Geht's hier auch noch irgendwo hoch? Ne, geht's nur einmal rum. Kann ich irgendwie mal eine andere Kamera? Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Gut, wir sind jetzt Treppe links gegangen. Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer. Eine Horrorvorstellung. Ja, das wär's ja noch. Ach. Ekelhaft. So. Was haben wir da? Ach, 201. Wunderbar. Wow.